Servus und grüß euch Leiden. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Österreich und ein gutes neues Jahr. Ich möchte heute auf das Thema DSG einmal weiter eingehen. Weil in den letzten Tagen bin ich sehr häufig gefragt worden, Thomas, was ist eigentlich das Beste an Automatik, was man kaufen kann? Und jeder kommt zu mir, ist es die Wandlerautomatik oder das DSG? Eins konkret vorweg. Jede Automatik hat seine Vor- und Nachteile. Und jede Automatik muss natürlich, also wenn ich sage, ich möchte Automatik haben, dann muss ich diese Automatik auch für meine Fahrgewohnheiten, für meinen Fahrstil, für mein Streckenprofil etc. abstimmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe mir einfach das, weil dann werde ich eventuell einen Fehlkauf machen. Zum Beispiel, ich ziehe alle Wochen viermal einen Hänger und ich kaufe mir ein Doppelkupplungsgetriebe, dann bin ich falsch unterwegs. Also wenn ich mir ein Auto kaufe für Hängerziehung, dann muss ich eine Wandlerautomatik nehmen. Punkt. So. Aber bleiben wir beim Thema DSG. DSG, welche Vorteile habe ich im DSG? Also zunächst einmal, das DSG hat sehr konkrete Vorteile. Die Schaltzeiten sind unschlagbar. So ein DSG hat im Prinzip zwei Kupplungen, sagt ja der Name schon, Doppelkupplungsgetriebe, DSG heißt sogar Direktschaltgetriebe. Ich sehe DKG, DCT, es ist alles das gleiche Prinzip. Ich habe im Prinzip zwei Kupplungen und zwei Schaltreihen. Sprich, ich habe auf der anderen Seite 1, 3, 5, 7, 9, bla bla bla, also die ungeraden Zahlen. Auf der anderen Seite habe ich 2, 4, 6 zum Beispiel. Kommt drauf an, wie viele Gänge ich habe. Und dann ist es so, dass zwischen diese zwei Seiten im Prinzip nur die Kupplung dort auf und dort zugeht. Jetzt ist es natürlich in Zehntelsekunden erledigt. Down ist natürlich auch die Sache mit dem Verbrauch ist schon nennenswert, obwohl es nicht mehr so extrem ist wie früher, aber es ist halt nennenswert. So ein DSG ist im Verbrauch, also wenn ich es jetzt anschaue mit einem Handschalter, also mit einem Handschalter vergleichen, werde ich beim DSG wahrscheinlich sogar einen besseren Verbrauch haben als mit einem Handschalter. Einfach weil die Automatik bei den heutigen Fahrzeugen so gut angestimmt ist und so gut auf den Motor eingestellt ist, dass das schon echt ein voller Blödsinn ist, wenn ich mir eigentlich einen Handschalter kaufe. Viele wollen nicht weg davon, kann ich verstehen, aber im Großen und Ganzen, das ist die Zukunft. Und das muss ja jeder irgendwann einsehen, weil es wird bei den Autoherstellern immer mehr in die Richtung Automatik gehen. Einfach Abgaswerte, Verbrauch, bla bla bla, WLTP-Werte. Das wird immer mehr in die Richtung gehen, aus dem Grund, damit die gesamte Fahrzeugflotte, die sie verkaufen, einen niedrigeren CO2-Ausstoß hat und die Strafen somit kleiner werden. Jetzt ist es natürlich so, dass ich sage, okay, die Vorteile vom DSG liegen klar auf der Hand. Es ist eine sehr simple Technik. Die Wartung ist zwar intensiver als bei einer Wandlerautomatik, ist aber jetzt nicht wesentlich teurer. Also es ist sogar, der einzelne Service kostet weniger. Ich mache dafür etwas öfter und unterm Strich kostet es dadurch leicht mehr. Aber da reden wir wirklich von Bagatellen. Bei der ersten Serie DSG, zum Beispiel 6er Golf, das war 6-Gang DSG. Dort war es so, dass die Service alle 60.000 Kilometer passiert sind. Das ist übrigens auch bei der ersten Reihe vom DCT-Getriebe. Bei den neueren Modellen, so wie in dem CLA zum Beispiel, in dem wir da gerade sitzen, das habe ich gestern erfahren, beziehungsweise heute, weil mein Auto gestern beim Service war, also von gestern auf heute, und ich habe eigentlich das Getriebeöl gekauft, weil ich kurz vor 60.000 jetzt war. Und mir hat der Mitarbeiter dort aber ganz freundlich gesagt, nein, das ist noch nicht notwendig, das schreibt das System nicht vor. Meine erste Frage war natürlich, okay, wann ist es dann fällig? Ne? Und anscheinend ist es mittlerweile nicht mehr nur auf Kilometer, sondern auch mit Zeit berechnet. Anscheinend ist es so, dass der Computer das selber analysiert und schaut, okay, wie fährst du, was hast du für ein Streckenprofil, bla bla bla, und sagt dir, okay, das ist der Wert, den ich brauche. Das ist natürlich ein Wahnsinn, weil wenn ihr jetzt rechnet, der nächste Service ist in 30.000 Kilometer, dann sind wir fast bei 90.000.
Das ist dann nicht mehr viel um zur Wandelautomatik. Also dann ist es sogar sehr viel billiger. Wohin die Reise mit den Servicezeiten so geht, das kann man jetzt nicht beurteilen, aber gehen wir von der Zoll 60.000 aus. Bei der Wandelautomatik gehen wir von einer Zoll von 120.000 aus. Das heißt, ich habe doppelt so viel Service. Die Service kosten aber ungefähr ein Drittel weniger als bei einer Wandelautomatik. Also bei meinem BMW damals, den ich vorher gehabt habe, da war es so, da habe ich ein Angebot gehabt für 950 Euro. Wobei beim DSG zum Beispiel hat Mercedes jetzt gerade Aktion da bei uns in Graz mit 490 Euro. Sprich, das ist um 40% billiger. Das ist natürlich eine beträchtliche Summe. Wenn ich das jetzt mal 2 rechne, bin ich um ungefähr, also jetzt beim Wandelautomatik zahle ich einmal 900, dort zahle ich zweimal 500, ist ein Tausender. So, wenn es ohne diesen Aktionen ist, lass es sein 600, dann bin ich um 200, 300 Euro auf 120.000 Kilometer teurer. Das ist vertretbar. Und dann gehen wir davon aus, wenn wir das Ganze so hochrechnen, die Wandlerautomatik wird sicher länger halten als das DSG-Getriebe, das muss man auch ganz klar sagen. So eine Wandlerautomatik ist einfach ein robustes Eisenschwein. Da ist nicht einmal wirklich reibende Teile aneinander, außer die Zahnräder, die ineinander greifen. Ansonsten gibt es nichts, was reibt ständig, so wie eben bei einem Doppelkupplungsgetriebe, wo die Kupplung immer fort schleift und schleift und schleift. Bei jedem Mal anfahren, bei jedem Mal schalten, schleift die Kupplung leicht. Das natürlich führt wiederum zu einem Abrieb, dieser Abrieb Verschleiß. So, das ist natürlich bei der Wandlerautomatik definitiv besser. Was aber nicht heißt, dass sie deshalb auch wieder billiger wird, weil auch ein Getriebewandler kann kaputt werden. Also im Großen und Ganzen nehmen sich diese Getriebe nichts. So ein Wandler kostet ein Vermögen, die Kupplungen sind auch nicht gerade günstig. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen wird die Wandlerautomatik sicher länger eine stärkere Belastung mitmachen. Aber wenn ich ein normales Auto suche von A bis B, dann ist es eigentlich ziemlich egal. Das muss man ganz konkret sagen, das ist ziemlich egal. Wenn ich Hänger ziehe, unbedingt Wandlerautomatik. DSG ist wurscht, ob Nass- oder Trockenkupplung. Nasskupplung bedeutet, dass die Kupplung im Ölbad schwimmt. Bei der Trockenkupplung wiederum ist kein Öl vorhanden, das heißt, es reibt trocken. Dort ist es natürlich vielleicht ein bisschen höher, der Verschleiß. Wenn ich jetzt leichten Hängerbetrieb habe, geht natürlich auch DSG. Aber da würde ich schon noch drüber nachdenken, weil es kann sehr schnell ein hoher Schaden entstehen bei schwerer Hängerbeanspruchung im DSG. Das ist auch der konkrete Nachteil einer DSG-Kupplung, ein Doppelkupplungsgetriebe, weil du hast einfach, wenn du Autos mit viel Leistung hast, sprich, wenn du Auto hast mit einem Diesel, Diesel ist sowieso gefährlich, sagen wir mit 400 PS, ein Diesel oder 380 PS, und der hat aber 700 Newtonmeter Drehmoment, dann macht man das kein DSG-Getriebe lang mit. Dann muss eine Wandlerautomatik her. Wenn ich jetzt aber habe, so wie ein zum Beispiel CLA45S, der hat 421 PS, ist aber Benziner, leistet 500 Newtonmeter Drehmoment, geht wie die Hölle übrigens, bin ich selber schon gefahren, da kriegst du es mit der Angst zu tun, und macht das Getriebe aber locker weg. Also, das ist halt so, dass man sagen muss, das ist sehr stark Drehmoment- und belastungsabhängig, was ich für ein Fahrzeug brauche oder für Getriebe brauche. Es hat da einen Grund, warum die ganzen großen Hersteller, ist wurscht, ob Porsche, Mercedes, BMW, wer immer, bei den richtig sportlichen Kisten ist meistens ein Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Es sei denn, das Ding hat so viel Power, dann geht natürlich nur die Wandlerautomatik. Wobei man sagen muss, dass die Wandlerautomatik von heute das eh auch schon fast 1:1 weitergibt. Früher hast du 140 PS mit einer Wandlerautomatik gehabt und dann 140 PS im selben Typ Auto nebeneinander starten lassen, da ist der mit der Handschaltung ist davon gefahren. Das war gar keine Chance für die Wandlerautomatik. Das ist ja heute nicht mehr so. Zum Thema
DSG, wenn ich mir DSG kaufen will, wie teste ich das? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Wie wir eh schon wissen von meinen alten Videos, bei der Wandelautomatik muss ich einen Druck aufbauen im Getriebe und dann die Gänge hochschalten. Das ist beim DSG natürlich nicht der Fall. Beim DSG gehe ich her, ich schalte den manuellen Modus. Das geht bei allen DSGs, also wirklich, es gibt keine, wo das nicht geht. Schalte den manuellen Modus, Druck auf die Bremsen. Wenn ich fertig bin, in der ersten bin, steige drei Viertel aufs Gas und halte das Gas drei Viertel drinnen und fahre los. Und schalte dann meine Gänge bei etwa 2.500 Umdrehungen in die nächste. Immer in die nächste, immer bei 2.500 Umdrehungen. Wenn das ruckfrei sauber passiert, dann hat das Getriebe auch definitiv kein Problem. Wenn ich jetzt aber merke, okay, da eckt er und druckt er und tut er, dann kann schon sein, dass zum Beispiel der Ölstand nicht mehr passt, die Wartungsintervalle nicht eingehalten worden sind. Natürlich kann man das alles warten und hoffen, dass nichts mehr weiter passiert. Aber ich würde es nicht kaufen. Also mir wäre das zu haarig, weil es kann sehr schnell sehr teuer werden. Wenn ich jetzt aber hergehe, zum Beispiel beim DSG, ich will mir so ein Auto kaufen und ich fahre dort, also wie muss ein DSG anfangen? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein DSG ist ja nicht so wie eine Wandelautomatik, dass wenn ich auf der Bremse stehe, das Ding die ganze Zeit schiebt. Nein, da geht die Kupplung auf und sie ist offen. Wenn ich jetzt von der Bremse runtergehe, dauert das circa so eine Sekunde, eineinhalb Sekunde, bis die Kupplung, die drückt er dann immer fester und das Ding fährt natürlich dann langsam los. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel, wenn so eine Kupplungsdruckplatte kaputt ist oder diverse Bauteile im Getriebe, dass ich dann schon aufs Gas gehen muss, damit die erst richtig zusammenfahren. Und dann passiert das natürlich so ruckartig. Das darf nicht sein. Das muss wirklich flüssig und sauber passieren. Bitte, wenn so ein Getriebe testet, das muss flüssig sein. Jeder Schaltvorgang, ist wurscht, ob stehen bleiben, losfahren etc. Es muss flüssig passieren. Wenn da irgendwie ein Ecken oder wenn ich auf der Bremse stehe und ich merke, irgendwie, ich kann die Bremse nicht mehr weit reindrücken und das Ding schiebt irgendwie, dann passt was nicht. Das ist übrigens auch ganz wichtig beim DSG, wenn ihr stehen bleibt, also wirklich 0 km/h, ist es wichtig, die Bremse ganz durchzudrücken. Man sieht dann nämlich auch, dass die Drehzahl leicht abfällt, weil er eben nicht mehr formschlüssig verbunden ist und die Drehzahl natürlich vom Motor reduziert wird. Sobald ich da machen viele den Fehler, dass sie nur so halbherzig auf der Bremse stehen. Ich stehe natürlich noch immer, aber die Kupplung reibt schon ganz leicht, weil er denkt, es geht jede Sekunde los. Also ich muss die Bremse wirklich gut durchdrücken. Ich meine, ich müsste nicht aufsteigen wie ein Henker, aber man merkt es eh. Wenn man sein Auto kennt, dann merkt man das. Dann wirst du auch verstehen, was ich meine, dass die Drehzahl abfällt. Das sieht man dann und dann weiß konkret, okay, es passt. Und im Großen und Ganzen kann man gar nicht sagen, diese Automatik ist besser oder diese Automatik ist besser. Die Automatik von heute ist sehr, 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 sehr ausgereift, funktioniert bestens, also in jedem Auto. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Getriebe von heute wirklich einen sehr hohen Standard erreicht haben. Und dieser Standard ist natürlich wahnsinnig geil. Also mir gefällt sowas extrem, nur der kostet halt auch. Und das Schöne ist aber, dass eben die Autohersteller immer mehr umstellen. Dadurch wird für uns das alles billiger und leichter zugänglich. Und wir werden sehen, in ein paar Jahren, da werden vor allem bei den Premium-Herstellern alle Motoren nur mehr standardmäßig mit Automatik angeboten werden. Einfach aus dem einfachen Grund, da geht es eben um die Gesamtflotte, etc. Und das ist halt eine hohe Einsparung für den Automobilhersteller. Ich finde es gut. Ich liebe Automatik. Ich kenne aber auch sehr viele Freunde, Bekannte, die sagen, oh nein, ich schalte lieber, ich rühre da selber, möchte ich bedienen. Für diese Leute habe ich immer einen Spruch, du bedienst ja dein Fahrzeug trotzdem selbst, auch mit einer DSG, nur du bestimmst den Gang, der eingelegt wird, nicht mit der Hand, sondern mit deinem rechten Fuß. Weil je nachdem, wie weit ich ins Gas steige, legt er mir den Gang ein, den ich haben will. Punkt. Und im Großen und Ganzen ist ein Automatikgetriebe einfach was Feines. In Staus, ist wurscht, Landstraßen,
das ist so sportlich, elegant zum Fahren, butterweich, dass es einfach Spaß macht. Und ich möchte es nicht mehr missen. Mich würde aber auch interessieren, wie denkst du darüber? Bist du einer, der sagt, na, Handschalten unbedingt? Oder bist du eher einer, der sagt, na, ich liebe Automatik und das sind die Gründe dazu? Schreib es unten in die Kommentare. Ich würde das echt gern wissen von jedem Einzelnen. Ich würde echt gern wissen, wie denken die Leute darüber? Wie weit sind die Leute mit diesen, also ist der alt eingesessene Gedanke, dass, na, ich will Handschalten noch größer vorhanden oder haben einfach die überwiegende Menge schon Automatik? Das würde mich wirklich interessieren. Ich bin da jetzt fertig. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen näher bringen können. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare rein. Ich schreibe an jeden zurück, so schnell wie möglich. Ich wünsche euch noch eine schöne erste Arbeitswoche in dem 2021er Jahr und wir sehen uns das Jahr sicher noch ein paar Mal. Macht's gut, bye bye.